Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Und Sie sehen schon unschwer auch an der Headline zu erkennen, dass wir uns heute hier jetzt mit dem Goldpreis beschäftigen, der, wenn wir mal hier auf der linken Seite in den 5-Minuten-Chart gehen, sich hier ja höchst volatil bislang darstellt. Wir rufen uns mal kurz den 5-Minuten-Chart auf und wir sehen, der Goldpreis hat gerade ein neues Tageshoch gemacht, aber zuvor gab es hier einen Absturz auf ein neues Tagestief. Hier wurde das Vorwochentief gerissen und das Vormonatstief fast erreicht, bevor hier die Marktteilnehmer wieder in die andere Richtung tendierten, und das ist ja natürlich eine hochvolatile Situation bislang, obgleich der Goldpreis rund 6,60 $ bislang gelaufen ist. Und wir haben hier einen Schnitt von rund 12 $ zu erwarten. Das heißt, hier geht noch ein bisschen was. Gerade wenn ich das ein Stück weit zusammenstaure, sehen wir, heute wären rein range-technisch Preise in Richtung 1182 auf der Nordseite denkbar, sofern der Tag bullisch verläuft. Hingegen dann natürlich, wenn es anders kommt, und da wäre zum Beispiel der Freitag hier mit einer negativen Statistik von 48% auch dazu prädestiniert, wenn nicht, und darauf müssen wir jetzt eingehen, hier die Overall-Wochentendenz einen ganz klar bullischen Freitag aufwirft, nämlich hier mit 58% positiver Schlusspreise. Und hier die 48% während der letzten 52 Handelswochen auch der beste Wert sind mit oder im Hinblick auf die vorangegangenen Wochentage. Sie sehen, gestern Gold ja auch schwach, nur mit 35%, ein negativer Handelstag. Die anderen Tage sind auch hier im Bereich von 40%, und 48 ist schon hier am Nährwert von 50 dran, und insofern eine ganz gute Hausnummer, um heute hier diesen sich jetzt hier gerade abzeichnenden Ausbruch nach oben durchaus auch weiter auszubauen. Das heißt, der Goldpreis hat hier intraday durchaus Chancen, noch ein Stück weit nach oben zu laufen. Denn die Lage vom Goldpreis ist übergeordnet nicht gerade bullisch. Schauen wir uns das mal kurz hier am Rohstoffscan an vom Goldpreis. Wir laden mal den Chart hoch. Jetzt hat sie gerade den Chart verworfen, ist aber kein Problem. So, hier haben wir nämlich die Situation auf Tagesbasis ganz kurz. Ja, der Versuch 1220/1223 zu überwinden scheiterte. Gab es Rücksetzer? Dann nochmals hier ein Erholungsversuch in der vergangenen Woche nach oben aufzudrehen. Auch das scheiterte hier, die Marke von 1200/1203 zu überwinden. Und jetzt haben wir hier Rücksetzer, und insbesondere das Level von 1165 $ ist hochinteressant. Oberhalb dessen kann es Erholungsimpulse sehen, so wie wir den jetzigen aktuell erleben. Und das könnte hier durchaus nochmal in Richtung 1192 rund führen. Hier haben wir einen kleinen Horizontalwiderstand und hier von oben kommend diese Abwärtstrendlinie des sich bislang etablierten Abwärtstrendkanals. Wir haben hier oben zwei Auflagepunkte, beziehungsweise sogar drei. Und hier auf der Südseite lässt sich das hervorragend verbinden. Und genau dies ist das, wo man ja mutmaßen darf, dass der Preis hier durchaus innerhalb dieses Abwärtstrendkanals noch nicht fertig nach unten ist. Dazu passt auch rein, ja, saisonal gesehen, die Vorausschau mal auf die nächsten 40 Handelstage. Der aufmerksame Leser der letzten Analysen zum Goldpreis kennt dies schon. Ich zeige es trotzdem nochmal. Wir haben hier saisonal bis in den August hinein eine eher fallende Tendenz zu erwarten, was prinzipiell hier diesen etablierten Abwärtstrend eigentlich unterstreicht, eigentlich unterstützt. Das heißt, hier kann durchaus noch ein Stück weit was nach unten kommen. Und dazu gilt es, auf das Level von 1165 $ zu achten. Denn wenn der Goldpreis darunter zurückfällt, speziell unter 1162,77, letzter Verlaufstief hier vom 5. Juni, dann muss man sich hier auf weitere Abgaben bis zu den jüngsten Tiefs hier vom März, Schrägstrich vom November des letzten Jahres einstellen. Und dann haben wir hier noch einige Dollar Ass an Abschlag zu erwarten. Aber Goldpreis, wie gesagt, jetzt hier just im Erholungsmodus. Das schauen wir uns direkt jetzt nochmal im MetaTrader 4 an. Und da wird deutlich, dass wir hier jetzt nach oben aufdrehen und ja, ein Erholungsqueeze möglich wird. Spannung hierbei am Vortageshoch 1178,21. Da stehen wir ja in Kürze davor, wenn das hier so weitergeht. Und da muss man aufpassen, ob der Preis nicht am Vortageshoch, und jetzt gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart, da kann man es besser sehen. Hier ist es in der Asia-Session generiert worden, wohl bemerkt. Gestern ging es ja größtenteils auch abwärts durch die Bank weg. Und hier am Vortageshoch wird es spannend. Hier im Bereich eben 1178,21, da könnte es eine Konsolidierung geben, bevor der Goldpreis, wenn er denn hier seine Dynamik aufrechterhält, dann doch noch weiter nach oben aufdreht. Und da wären rein statistisch eben Niveaus von 1182 denkbar. Im Ausdehnungsfall haben wir, wie gesagt, auf Tagesbasis ja zu sehen war, das Level von 1190, 1192 als ja höchst Maximum der heutigen Performance vor Augen. Das, wie gesagt, sieht ganz interessant aus. Schauen wir noch kurz auf die Rainbow-Strukturen. Die sind natürlich überwiegend abwärts gerichtet. Hier im H1 der Rainbow, sicherlich hier seit Anfang Juni,
sehr bärisch. Dann gab es hier ab dem 9. bis zum 17. Juni tendenziell hier eine Spinning-Phase. Das heißt, da war Gold aus dem H1 heraus betrachtet, ja, einfach mal nicht zu handeln nach Trendfolgemustern im Sinne dessen, dass man den Rainbow als Filter nutzt. Dann tat sich am 18. Juni, das war ja der Lauf nochmal in Richtung 1200 Dollar, ein schöner Erholungsimpuls auf, der sich dann aber hier wieder geradlinig umkehrte. Und jetzt haben wir hier im H1 schon wieder einen negativen Rainbow, der wie gesagt jetzt hier so ein Stück weit korreliert wird, aber oder korrigiert wird, aber unterhalb von 1182, das wäre ja heute hier das höchste der Gefühle in Sachen Range, ist der Spin hier noch nicht umzukippen, also vielmehr wäre das eigentlich nur ein korrektiver Rücklauf in den Rainbow. Hier im M15 haben wir hier noch eine viel klarere Rainbow-Struktur abwärts gerichtet, obgleich hier der Preis jetzt schon versucht, den Rainbow wieder zu spinnen nach oben. Dazu müsste eben ein neues Tief kommen, damit sich das weiter nach unten aufdehnt oder ausdehnt. Das bleibt mal abzuwarten, was da heute passiert. Wie gesagt, rein von der Wochentagsstatistik her hat der Goldpreis hier einen ganz klaren Rückenwind, der eben hier durchaus für eine korrektive Erholungsbewegung aufgrund der jüngsten Verluste. Wir sehen ja hier, wie das hier aussieht seit dem 19.06. Also insofern wäre es mal keine Überraschung, wenn der Freitag dem Goldpreis etwas Glanz zuwirft. Also warten wir ab. Oberhalb des Opening-Preises heute nach 1174 bleibt die Lage bullisch. Vortageshoch im Auge halten, dann dürfte hier 1182 in den Fokus rücken. Kritisch wäre es, umgekehrter Fall. Wenn wir nochmal das Vorwochentief reißen und das Vortagestief, und hier sehen Sie eben drei verschiedene Variationen. Wir haben hier Vorwochentief, Vortagestief und Vormonatstief. Speziell unter 1170 Dollar wäre der Goldpreis dann sicherlich im Sell-Off-Modus und da laufen wir dann Richtung 1165 Dollar Schrägstrich. Sie kennen das aus dem Tagesschart, gerade eben 1162,77 ist die massive Unterstützung. Wenn wir da auch runtergehen, dann haben wir eben hier nochmal ein ganz klares Verkaufssignal vorliegen. Also, halten Sie den Goldpreis im Auge. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zur DAX-Beschau nochmal wieder. Ansonsten natürlich Montag zum nächsten Devisenradar. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche noch einen schönen Handelstag. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.